Wieder ein Opfertisch, also... Und wieder ein Häuptling, das gibt's noch nicht. Ich habe den Zauber nicht mehr aktivieren können, nicht wahr, oder? Doch. So kurz vom Ziel. Und jetzt wieder das ganze Teil laufen. Ja, es ist meine Schuld. Ich wollte an sich mit Reinkarnation wieder auferstehen, hat episch gefehlt, wie man sieht. Und ja, also, es kann passieren, würde ich mal sagen. Das hatten wir schon mal, let's run. Ja. Okay, da wären wir wieder. Fast am Ziel unseres Marathons angelangt. Okay, dann verwandeln wir uns mal. Jetzt würde ich sagen, schlagen wir das Vieh kurz und klein. Sobald wir die Schätze ausgenommen haben, ist natürlich klar. Das Feige ist, der heilt sich zwischendurch langsam wieder. Wobei ich zu sagen, aus dem Glück eigentlich sehr langsam. Lässt sich auch überhaupt nicht verwirren, dass ich in der Zwischenzeit den Albtraum holen könnte. Und genau jetzt, wenn er besiegt, das Blut rauskommt schon. Naja, fast. Damit sind wir durch den verfluchten Koltekentempel durch. Und wohin geht's jetzt? Ach du Schande. Noch eine Bitte an euch, falls ihr jemals ein Spiel entwickeln solltet, das so ähnlich aussieht wie Loki. Selbst wenn es in einen Berg hineingeht. Wenn ihr nach einer Passage, eine andere Passage bauen wollt, die Vorwörter unter dem hat, oder unter der, oder unter des, oder unter... Ja, keine Ahnung. Auf jeden Fall darunter sein soll, dann bitte macht eine Treppe nach unten, nicht nach oben. Das verwirrt ganz leicht. Ich sage ja auch nicht in Darkseiders, ich gehe unter das eiserne Dach und klettere dann oben aufs Dach rauf, oder? Okay, so viel dazu. Oh. Ja, ein paar Minuten haben wir noch, mal schauen, wer wird kommen. Das Startgebiet selber ist auf jeden Fall noch. Wir haben ja nicht so viele HP hier. Ein bisschen spannend, dass die Schamanen fast keine Rüstung haben. Großhexe. Hört sich super spannend an. Also. Ja, das kann ich mir nicht angreifen.
Aber mich aber speziell interessieren würde, ob das dabei steht bei verwirrt Charakter greift 3 Sekunden lang Verbündete an. Ach deswegen, das ist dann 3 Sekunden lang mein Verbündeter. Deswegen kann ich den dann auch nicht angreifen. So, relativ viel Wasser dafür, dass es wirklich. Ja, cool. Ja, es könnte eine Grotte sein. Es wäre zumindest nicht allzu schädlich für uns. Ich sag's mal so. Ist schon wieder so ein Großhexer. Oh. Böse Überraschung. Das Vieh steht wieder auf. Dumm gelaufen, was? Und jetzt im Blutrausch, Chef gemessen, gemordet. Langsam werden die Gegner auch richtig anspruchsvoll, kommt mir vor. Also, allein schon, weil sie in großen Gruppen auftreten plötzlich. Aber gut, das kriegen wir auch noch irgendwie hin, schätze ich mal. Der mit dem Teich habe ich eine ganze Armee versammelt hier. Gott sei Dank ist es vorbei. Ich dachte, es ist nämlich schon, das hört gar nicht mehr auf hier, das wäre weniger cool gewesen. Was hat das gerade mit Unterarmschutz des Feuers? Ah, der Ausdauer, okay, schade. Nennt da der Feueraffinität so. Ja, sobald wir Stufe 20 erreicht haben, wird der doch fast Gold wert. Das habe ich zwar wenig Vitalität und weniger Geschicklichkeit. Aber Vitalität können wir beim nächsten Level upskillen, das haben wir auch gleich. Und dann skillen wir aus dem Intelligenz. Der Bogen muss ja nicht zwangsläufig sein. Ich habe diese Totems auch, die ich schleudern kann. Ja, hier ist ein bisschen mehr los, kommt mir vor. Ups. Mir ist der Pfeil ausgerutscht. Okay, checken wir mal die Karte nach unten und dann wieder rauf. Oh. Also was die Karte angeht, das ist ja schon spendabel in Loki, das muss man nicht mehr lassen. Ach komm, ist jetzt ein Verbündeter für 3 Sekunden, ich weiß. Aber die Viecher lassen auch relativ viele Items fallen in letzter Zeit, oder kommt mir das nur so vor? Juppedu, Stufe 20. Stärke 91. Oh, 44. Wahnsinn. 44, das Verdoppelte wäre 88, das heißt, wir bekommen über 100% Bonus schon. Macht mir fast ein bisschen Angst, wenn ich ehrlich bin. Wir steigern die Vitalität, habe ich gesagt.
Und of course die Intelligenz. Wie gesagt, der Bogen muss ja nicht sein auf dem zweiten Waffenslot, denn... Für beide nicht genug Geschicklichkeit. Doch, also das ist der Doppeldolch. Mit dem gesegneten Stammesschild. Slot 2, ja. Ich muss auch keinen Kurzbogen mit, deswegen nehme ich den Toltekenstein. Das ist zumindest eine Fernkampfwaffe, was soll's. Dieses Gebiet der Server mir noch und dann ist es glaube ich auch gut, denn dann ist die Zeit auch schon wieder fast um und das wäre doch was, ein Aufruf für die Kommentare. Wie gefällt euch das eigentlich, dass ich so ein bisschen die Zeit so im Auge behalte und sage, wie lange die Folgeaufnahme noch dauert? Machen ja andere Let's Player überhaupt nicht, die sagen euch dann einfach am Schluss, so, jetzt ist es vorbei. Das wäre für mich mal spannend, ob ihr das überhaupt hören wollt, wie lange die Aufnahme noch geht. Denn, ja, ich kann auch stillschweigend auf die Uhr schauen. Und mir so meine Videos planen. Beziehungsweise darauf achten, dass ich dann immer in einer Folge über ein bestimmtes Thema spreche. Aber ja, irgendwie. Ich kann mir auch vorstellen, dass einer das ein bisschen aus dem Spiel rausreißt und man dann unten auf die Anzeige schaut und sieht, okay, die Folge dauert wirklich nochmal 2 oder 3 Minuten und dann auch ein kleines bisschen enttäuscht ist. Andererseits ist am Ende auch, ja, ich weiß es nicht. Ganz überraschend kommt, ist es auch ein bisschen Mist, also... Es ist bekanntlich alles Vor- und Nachteile. Doppelvolle, meine Hochachtung. Es hatte bekanntlich alles Vor- und Nachteile. Und... Ja, ich weiß nicht, ich mache das jetzt eigentlich schon ziemlich lange, dass ich mir dazu sage. So, die Folge dauert jetzt noch so und so lange und keine Ahnung, schlag mich tot. Aber wenn ihr zum Beispiel mal sagt, okay, ist zwar ganz nett, dass du diese Info gibst, aber eigentlich brauche ich sie nicht. Dann werde ich diese Information in Zukunft gerne für mich behalten. Sprich, ich würde zum Anfang der Aufnahme mal sagen, ja, wir werden so lange aufnehmen, oder keine Ahnung, ich werde so lange aufnehmen. Was euch im Prinzip auch schnupfen sein wird, ihr wisst ja, Loki nehme ich immer 6 Folgen auf. Mit einem Charakter, dann wechsle ich. Aber ihr wisst, worauf ich hinaus will. Hoffe ich zumindest. Ja, und das war der Gang für den Schluss. Ja.
in Sicherheit begeben. Ja, ich weiß, man sieht es kaum. Dann bedanke ich mich ganz wunderprächtig fürs Zusehen. Wie gesagt, schreibt mir in die Kommentare, ob ihr da mehr sehen wollt davon oder also mehr wissen wollt, wie lange ich genau noch habe bis zum Ende der Aufnahme oder ob ihr das überhaupt nicht haben wollt. Ich werde mich da ein bisschen mehr nach euch richten, auch in Zukunft. Es ist mir selbst aufgefallen, als ich in Anno mit Matthias gespielt habe, 2070, dass ich ihn immer wieder darauf hingewiesen habe, hey, wir haben nur noch 10 Minuten, hey, wir haben nur noch 6 Minuten, hey, wir haben nur noch 3 Minuten, hey, wir haben nur noch 1 Minute, also wir sollten jetzt langsam das Ganze durchbringen. Das ist mir aufgefallen, okay, eigentlich reißt das schon ziemlich raus, aber ja, ich werde das auch in anderen Videos sicher nochmal wo erwähnen. Vielleicht sogar in einer Folge von Absurdus Update, damit es wirklich so ziemlich alle sehen können. Auch diejenigen, die bestimmte Projekte nicht schauen. Und in dem Sinne wünsche ich euch eine wunderbare Zeit, viel Spaß und wir sehen uns dann im nächsten Mal wieder, wenn es heißt mit Let's Play Loki mit einem Baba. Und da sind wir dann auch schon in Ägypten ziemlich weit fortgeschritten, denke ich mal. Denn wir haben die Körperteile einer Gottheit zusammengesammelt und jetzt sind wir irgendwie bei Seth unterwegs und langsam müssten wir es dann haben. Insofern noch viel Spaß und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss. Was? Ciao.